Meine lieben Freunde, willkommen zum neuen Video. Ihr seht hier das vollständige Projekt, welches ich in dem letzten Video tatsächlich schon teilweise angeteasert habe. Da habe ich einfach den ersten Teil, den ich hier im Schnelldurchlauf nochmal einblende, habe ich da schon gezeigt über 16 Minuten lang. Also wenn ihr euch die etwas langsame Variante davon vom ersten Teil nochmal anschauen mögt, dann guckt gerne in dem vorherigen Video vorbei. Da habe ich auch erklärt oder habe versucht zu erklären, wie man ja Bilder wirklich sprechen lassen kann, wie man dem Ganzen wirklich Magie und Ausstrahlung einhaucht. Und in dem Video möchte ich hier eigentlich aber auf was anderes eingehen. Und zwar ist der eigentliche Gedanke, den ich ja beim Malen dieses Bildes hatte, oder die eigentliche Idee davor, einfach so ein Gefühl von Frieden, Sicherheit, geschützt sein, sowas rüberzubringen. Weil ich glaube, das ist einfach innerlich, war das bei mir sehr, sehr oft Thema. Und da ich ja eigentlich immer gerne über die Bilder philosophiere oder über die Ideen, die zu den Bildern führen, dachte ich mir, na, warum nicht? So, und da kam mir dann die Idee, eine Frau zu malen, die im Gras liegt, und dann spiegelt sich diese Frau oder ähnliche, wie auch immer, spiegeln sich dann in der Landschaft, in den Wolken, im Kosmos praktisch darüber auch nochmal wieder. Also das lässt tatsächlich mehrere Deutungen offen. Aber die eigentliche Idee war die, dass das Bild Frieden und Stille vermitteln sollte. Das Interessante bei dem Bild ist eigentlich, dass ich rein von der Technik, vom Prozess ausgehend, eigentlich immer hinten im Bild anfange. Hier habe ich diesmal tatsächlich festgestellt, dass das gar nicht so praktisch war. Ich habe tatsächlich oben mit der Sternenlandschaft angefangen und der Frau, die im Kosmos so ein bisschen rumschwurbelt, weil mir das die meiste Freude bereitet hat. Das hat das Bild richtig zum Fließen gebracht, praktisch. Mir ist später irgendwann aufgefallen, dass es wie immer eigentlich war, dass ich gefühlt zu viele Details an zu vielen Stellen habe und man darüber den Fokus verliert. Denn ich habe eine ganze Weile auf das Bild geschaut, nachdem es fertig war, und mir gedacht, wo soll ich jetzt überhaupt zuerst hingucken? Also die Führung des Betrachters im Bild war nicht so ganz gegeben, weil halt zu viele Details an zu vielen unterschiedlichen Stellen waren. Normalerweise, das macht die Bilder der alten Meister immer so wunderschön, locker und gleichzeitig explizit, weil alles sehr locker gemalt ist, bis auf zum Beispiel Stellen, die halt den Blickpunkt des Betrachters anziehen sollen. Das heißt, Augen von bestimmten Personen, Gesichtszüge, Hände, Füße, die sind relativ ausskizziert meistens und das lenkt den Blick automatisch dahin. Das heißt, wenn man mehr Details haben will, nimmt man kleinere Pinsel, weil man dann sowieso mehr Linien nebeneinander setzt, die dann gezielter sind, die einfach klarer sind. Und wenn man größere Pinsel nimmt, dann kann man dieses Maß an Detail gar nicht erreichen. Ja? Und dann wird es automatisch locker. Das ist so ein Tipp, den ich für mich irgendwann rausgefunden habe, den ich auch umsetzen werde, demnächst einmal öfter. So, und so ging es mir hier doch bei dem Bild so, dass ich eigentlich hätte vorne anfangen müssen diesmal, weil der Fokuspunkt sollte eigentlich die Frau sein, die im Gras liegt. Und von dort aus sollte sich das Bild praktisch mit viel Weite in den Hintergrund eröffnen und das die Ruhe eigentlich ausmachen. Man hat einen sanften Vordergrund, diese Szene, wo die junge Frau im Gras am Teich liegt, ein bisschen umschwebt von irgendwelchen leuchtenden Insekten oder irgendwelchen Energiekugeln und so weiter und so fort. Und dann dieser ruhige Wald, dann die Berglandschaft, dann die sanften Wolken und dann der Kosmos ganz oben. Ich hatte erst überlegt, die Frauen ein bisschen noch versteckter zu machen. Das ist mir aber dann, wie gesagt, aufgrund der Fülle der Details und dass ich dann von hinten nach vorn gearbeitet habe, doch sehr verloren gegangen. Denn das hat dazu geführt, dass ich ja nur das Obere gesehen habe. Und dann habe ich das so weit ausgearbeitet, wie ich dachte, ja, das passt schon. Dann immer weiter nach unten gearbeitet. Und als ich unten angekommen war, habe ich gedacht, ja, okay, jetzt habe ich unten viele Details, die ich haben wollte, aber oben auch, weil ich das ja vorher noch nicht abschätzen konnte. Also das war irgendwie, es hat sich intuitiv richtig angefühlt, weil ich halt, wie gesagt, auf den Kosmoskram mehr Lust hatte als auf den Part unten. Deswegen stelle ich das Bild hier auch von oben bis unten dar. Das Schöne eigentlich an dieser ganzen Traumgeschichte ist, dass ich da schon viele Erfahrungen machen durfte,
Also ich war eigentlich immer ein ziemlich überzeugt davon, dass zum Beispiel die nächtlichen Träume mehr sind, als wir uns immer vorstellen können oder wir uns vorstellen wollen, weil das ja auch viel, auch von der Psychologie her, ja, doch schon wieder sehr in den Schwurbler-Bereich abgedrückt wird, so nach dem Motto, obwohl ja Freud und Kohorten damals auch damit gearbeitet haben. Aber ich habe da einfach schöne Erfahrungen gemacht, die das für mich als sinnig erachtet haben, auf meine Träume zu achten. Das heißt, ich hatte tatsächlich Träume, die 2 Tage später in Erfüllung gegangen sind. Oder ich hatte Erlebnisse, wo ich im Traum 2 Tage vorher habe ich ja gewisse Symboliken geträumt, die ich dann für mich ja versucht habe zu deuten. Und die sollten mich dann vor irgendetwas warnen. Und 2 Tage später ist etwas passiert, wo ich mir dachte, ah, da war der Traum drauf bezogen. Ja, sehr gut. Dann war ich zumindest auf der Hut, so nach dem Motto. Eine schöne Szene dabei war, dass ich mal in der Zeit, in der ich zur Uni gegangen bin, da habe ich mir nichts sehnlicher gewünscht als eine Partnerin an meiner Seite und hatte ich dann irgendwann einen Traum, wo ich dann hier in der Stadt, in der ich lebe, mich mit einem Mädel im Arm bei Nachtbeleuchtung durch die Kneipen habe ziehen sehen. Wunderschönes Lächeln, blonde Haare, die Gesichtszüge waren sehr klar formuliert, wo alles andere doch verschwommen war. Und das nächste war, also die nächste Szene praktisch, war genau das gleiche Mädel mit einem anderen Kerl im Bett. Also das war praktisch der Anfang der Beziehung und das Ende. Als hätte das Ganze im Schnelldurchlauf praktisch mir einmal präsentiert werden sollen. Na, da habe ich mir halt nichts bei gedacht und dachte mir, naja, gut, wird irgendwie irgendeine Reproduktion des Unterbewusstseins gewesen sein. Ja, irgendein Verlangen, was wiedergespiegelt wurde, wie auch immer. Und dann saß ich nächsten Tag in der Uni, in einem Vorlesungsraum mit 600 Leuten und habe immer nach oben geguckt, ne, wann denn weil der Eingang war oben. Ich saß relativ weit unten und habe geguckt, wo meine Leute kommen, ne, damit ich sie ranwinken kann zu den Plätzen, die ich da vorhergesehen hatte, sozusagen. Und auf einmal kommt dieses Mädel rein und es war exakt das gleiche Gesicht. Also wirklich, das war ja das Schöne an dem Traum, dass es sehr exakt war. Und sie guckt mich für 2 Sekunden an, ich gucke sie für 2 Sekunden an und dann gehen wir einfach wieder auseinander. So, ich habe mir einen Kopf gefasst und dachte mir, das geht ja gar nicht. Und Einbildung oder nicht, sei wie es sei, ja, das war sehr schön und das war vielleicht die Warnung. Einbildung oder nicht, aber es gibt eine sehr gute Anekdote ab an dieser Stelle, das sei gesagt. Genau. Oder andere Dinge, wo ich, wie gesagt, gewisse Symboliken geträumt habe, vor gewissen Entscheidungen gewarnt wurde, die dann später tatsächlich vor mir standen. Und so konnte ich dann tatsächlich über die Jahre mich ein bisschen feiner auf die Träume nachts immer einstellen. Also ich hatte auch eine ganze Zeit zum Beispiel luzides Träumen, also Klarträumen trainiert, ne? Das heißt, dass man im Traum sich bewusst wird, dass man träumt und dann kann man den Traum halt bewusst gestalten, ja? Und das hatte ich damals angefangen mit einer Technik, die einfach ist wie wirksam. Das heißt, man fängt in der Wachwelt an, seine Finger zu zählen. 1, 2, 3, 4, 5. Und das macht man 4, 5, 6, 7, 8, 9 Mal am Tag. Und nach ein paar Tagen der Wiederholung fängt man das an, im Traum auch zu tun. Und dann zählt man auf einmal 6 Finger in einer Hand. Und dann wird man tatsächlich sich im Traum bewusst. Und das hatte ich dann einmal, dass ich dann bewusst steuern konnte. Ja? Das war auch eine schöne Sache. Und da sieht man, es ist ja irgendwie doch mehr im Busch als nur, ja, die Verarbeitung des Täglichen und so weiter, der wir keine Bedeutung zumessen. Aber vielleicht sind da sehr viele Möglichkeiten verborgen, die wir noch nutzen dürfen. Eine andere Geschichte ist zum Beispiel, dass ich in Träumen das Gefühl hatte oder nach den Träumen das Gefühl hatte, dass die Träume explizite Lehrräume oder wie so Trainingsräume waren für Themen, die ich in der Wachwelt hatte, ja, im Alltag, sei das Mut, sei das, ja,
Meistens waren es Träume von Mut und Angstüberwindung, zum Beispiel, dass man Albträume hatte. Und dann träumte ich in der ersten Nacht den Traum, wo mir die Angst präsentiert wurde. Im zweiten Traum war das nochmal die Angst, nur anders. Im dritten Traum war es dann irgendwie wieder die Angst, nur dass ich mir dann schon am Kopf gekratzt hatte und mir im Traum dachte, das kenne ich. Das habe ich so schon mal gesehen, nur anders. So, im vierten Traum war es dann so, dass ich mir dann dachte, gut, dann ändern wir das Ganze jetzt mal, dann drehen wir den Spieß mal um und dann hat sich das alles verändert. Dann war das praktisch wie eine Arena, in der ich dann spielen konnte, um genau dieses Thema aufzuarbeiten. Und dann wusste ich das ja in der Wachwelt noch und dachte mir, aha, das sind alles wiederkehrende Muster. Ja, jetzt kann ich damit besser umgehen, weil ich es im wahrsten Sinne geträumt habe. Ja, das soll mir mal einer erklären. Es ist wunder was los gewesen, aber es hat geholfen. So, und um die Philosophiekeule jetzt noch ein bisschen mehr zu schwenken. Es gibt ja die These, die ja auch viel zitiert wird. Ich meine, es waren die Hopi-Indianer, die das gesagt haben. Vielleicht waren es auch irgendwelche Stämme aus Südamerika. Ich bin mir da jetzt nicht mehr so sicher. Die sagt, die Welt, die wir hier als die feststoffliche wahrnehmen, das ist das Maya. Es ist die Illusion praktisch. Und das fand ich immer sehr faszinierend, weil das würde bedeuten, dass diese Realität, die wir hier auch im Kollektiv erleben, dass die eigentlich geträumt ist. Die wird praktisch, naja, es ist die Frage, wird es vom Einzelnen geträumt? Wird es vom Kollektiv geträumt? Haben wir uns auf einen gemeinsamen Traum geeinigt? Und wie kann es dann sein, dass so viele Parallelrealitäten existieren und man trotzdem den Nenner findet, in dem Sinne, dass man sagt, wir leben hier im gleichen Haus, gehen zur Arbeit, machen ungefähr die gleichen Sachen und so weiter und so fort. Und dann gehen wir schlafen und nächsten Tag geht das wieder los, so nach dem Motto, ja. Und die Idee dahinter ist praktisch, dass ich irgendwann mal auch in der Meditation so gewisse Erkenntnisse hatte, weil ich mich ja auch viel mit solchen Weisheitslehren wie von Eckhart Tolle zum Beispiel beschäftigt habe. Und da ging es auch einmal davon aus, wenn man rauszoomen würde, ja, man sieht sich von außen, dann zoomt man raus, sieht das Haus, sieht die Welt, sieht den Kosmos und so weiter und so fort. Und jeder Mensch bildet eigentlich einen Lichtpunkt darin. Und je weiter man rauszoomt, umso mehr verschwimmen die Lichtpunkte miteinander, bis irgendwann einfach nur noch ein großes Leuchten da ist. Und es kommt natürlich auf die Perspektive an, aber das hat mir so ein bisschen eröffnet, dass wir eigentlich ja ein Menschheitsbewusstsein sind, ein Teil-Kollektivbewusstsein praktisch, obwohl man das auch noch differenzieren muss. Aber sagen wir sind eine Spezies Mensch und wir träumen zusammen diesen Traum, weil wir ja in dem Sinne ein großer Organismus sind, wenn ich das jetzt so sagen darf. Das hatte, glaube ich, Robin Kaiser mal in einem seiner Videos gesagt. Wir sind ein großer Menschheitsorganismus und Gott erfährt sich, oder die Schöpferquelle träumt in sich alles das, was hier passiert, um sich selbst zu erfahren. Und so ist das im Kleinen wie im Großen, im Innen wie im Außen, ist das ja bei uns Menschen ähnlich. Ja? Das heißt, wir überlegen uns, was wir machen möchten, ja, und dann machen wir das. Das heißt, wir träumen erstmal den ganzen Kram, überlegen uns das ideentechnisch und dann setzen wir das um. Und manchmal funktioniert das, manchmal funktioniert das nicht. Kommt darauf an, je nachdem, wie man sich das gestaltet. Ich schätze auch mal, da werden gewisse Programme und Ideen, die so jeder Mensch von sich hat, auch mit reinspielen. Das heißt, wenn du dir vielleicht sagst, XY schaffe ich nicht, dann funktioniert das auf der Grundlage dessen besser oder halt auch nicht. Ja. So, und die Frage ist dann, wenn man von dieser These ausgeht, wie wahr ist dann überhaupt alles? Also was unterscheidet dann meinen nächtlichen Traum von meinem Wachleben? Ja? Und kann ich dann mein Wachleben ab einem bestimmten Punkt nicht auch so gestalten wie meine Träume? Und dann werden natürlich viele Leute sagen, naja, Fliegen ist jetzt noch nicht und so weiter und so fort. Denn viele Träume, die ich hatte, waren auch vom Fliegen, ja, von Freiheit, von Leichtigkeit und so weiter. Und dann kann man jetzt natürlich sagen, ja, linkshemisphärisch gedacht, sagen die Programme dann wieder, ist nicht möglich, rechtshemisphärisch gedacht wäre es dann möglich. Aber das gilt es noch auszuprobieren.
Ich weiß nicht, es ist ja immer beschrieben von in alten Texten und selbst im Christentum, ja, gibt es Berichte von fliegenden Mönchen, heilig gesprochene und so weiter, die dann erleuchteterweise schweben konnten und so weiter. Levitation, Telekinese, Telepathie und so weiter. Wo kommt das alles her? Ja, also vielleicht war es dann doch Degeneration oder wie? Oder wir träumen diese Degeneration, machen diese Erfahrung. Auf jeden Fall, die Quintessenz all dieses Philosophierens ist, dass wenn es ja ein Traum ist und die Seele ja praktisch sich einen Körper erschaffen hat, um bewusst Körperlichkeit zu erfahren, und die Seele ja auch nur das Gefährt des Geistes ist, des Bewusstseins ist. Das ist das, was Eckhart Tolle zum Beispiel immer sagt. Wir sind praktisch die Beobachter des Ganzen. Und wir beeinflussen es trotzdem. Ja? Das heißt, ich bin mehr als mein Körper, ich bin mehr als meine Gefühle und so weiter. Dann kann ich das alles bewusst verändern und es kann nichts schiefgehen. Das heißt, selbst wenn wir aus unserer Froschperspektive, die wir ja haben, wir sind ja hier das mit unserem Bewusstsein im Moment anscheinend, in diesem Teil des Bewusstseins, der ich hier dieses Video mache, bin ich ja der kleinste Teil meines Seins. So, und da sind manche Erkenntnisse halt vielleicht einfach noch zu groß für den Verstand zum Beispiel, aber das kommt ja Schritt für Schritt wieder zu einem zurück, würde ich meinen. Und es kann nicht schiefgehen. Das ist das, was diese Grundlage für das Bild war. Ja, weil der Tod, das ist ja, haben sie ja auch immer in früheren Kulturen gesagt, dass der Tod eigentlich die größte Illusion ist, die da ist. Denn wir wachen aus einem Traum auf, den wir hier physisches Leben führen, nur in einer anderen Existenzebene, vielleicht ohne Körper, vielleicht mit einem anderen Körper, aufzuwachen und zu sagen, ah, Mensch, was ein Trip. Und das ist auch die Erfahrung, die viele Leute ja auf Psychedelikas erfahren. Und es ist schon ulkig, dass viele Leute diese oder dass eine gewisse Gruppe von Leuten ja die ähnliche Erfahrungen machen, obwohl die nicht alle nebeneinander sitzen, obwohl die nicht alle das gleiche Zeug geraucht haben und dass manche davon gar nicht geraucht haben und so weiter und so fort. Das ist halt das Schöne. Ja, das Bild sollte für mich und vielleicht dann für euch, die ihr das Video schaut, so ihr denn euch da reinversetzen könnt in die Worte, die ich hier spreche, dass es eine Erinnerung ist, dass alles gut ist. Ja, dass wir machen können, was wir möchten. Denn es ist alles ein Teil des Prozesses. Es ist alles Teil eines Traums, eine winzige Momentaufnahme. Und das ist doch eigentlich ein recht befreiender Gedanke, möchte ich meinen. Das jetzt also in das Bild zu bringen, habe ich diese Symbolik von diesem Mädchen genommen oder von der jungen Frau, die sich ja im Gras wahrnimmt, sich aber in den Bergen spiegelt, in den Wolken sich wiederfindet und sich dann im Kosmos praktisch verewigt. Und das ist nämlich genau das, dieses Schachtelprinzip, dieses, es ist alles in einem Punkt und es kommt auf die Ausdehnung des Punktes an, in welchen Dimensionen auch immer. Und je nachdem, wo sie sich wahrnimmt, wo sie mit ihrem Bewusstsein ist, ist sie entweder die Berglandschaft, entweder die Wolken oder das Universum oder das Mädchen. Oder gleichzeitig oder und gleichzeitig alles auch zusammen. Und das ist das, wo der Verstand manchmal echt Probleme hat. Auf die Gefahr hin, dass das jetzt wieder sehr geschwurbelt war. Hoffe ich, dass ihr trotzdem Freude an den Inhalten hattet und Spaß an dem Video. Freude an dem Malprozess, den ich hier mit euch teilen wollte.
Eigentlich bin ich ganz froh mit dem Bild, auch wenn ich zwischendurch echt dachte, dass ich das alles nicht so gemalt kriege, wie ich das wollte. Aber ich finde es am Ende auch mit dem Mond, den ich dann spontan noch reingesetzt habe, fand ich das doch dann alles sehr, sehr stimmig im Bild. Also es macht für mich persönlich einen guten Gesamteindruck. Es ist gut, so wie es ist. Also ich sehe meine Verbesserungsmöglichkeiten für die kommenden Bilder. Habe viel aus dem Bild gelernt, viel für mich reflektieren können und das ist tatsächlich der ganze Sinn, ja, des Malens. Ich denke, ich werde bald Kunstdrucke in meinem Shop von dem Bild mit aufnehmen. Da werde ich euch dann auf dem Laufenden halten. Und wenn ihr sagt, ihr möchtet eine persönliche Arbeit von mir haben, dann schaut auch gerne im Shop vorbei. Genau, dann bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit und wünsche euch noch ganz viel Freude. Und wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Mal. Also, auf bald!